Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Opening, dieses Mal das Pendulum Evolution Display. Ja, das nächste Special Set, also es ist kein Hauptset, sondern wir haben hier wieder Foilkarten. Ich glaube, das sehen wir jetzt auch gleich. Ja, 5 Foilkarten pro Booster Pack. Und wie viele haben wir? 24? Ja, genau, 24 Booster Packs pro Display. Und was haben wir? Super Rare und Ultra Rare. Ich glaube, dann sind es 4 Supers und eine Ultra pro Booster Pack. Dann machen wir jetzt mal kurz hier auf. Und hey, die Packs sehen irgendwie, ich habe sie gerade mir blau vorgestellt. Ich weiß auch nicht warum. Die sind irgendwie so weiß gehalten. So, machen wir hier die Trennung zwischen links und rechts. Dann geht das besser und dann stelle ich mal das hier oben hin. Und fangen wir an. So, ist wieder relativ dünne Packs und ich habe keine Ahnung, was für Karten drin sind. Ich denke, ja, Pendelmonster, wie es hier so aussieht. Ist das eine weitere... Ne, ist das keine True Draco? Meisterpendel, der Drachobezwinger. Scheiße, der hat einen langen Vanillatext. Lüsterpendel, der Drachobezwinger, setzt seine Reise fort, um die Geheimnisse der Drachenalchemie zu lüften. Er glaubt, dass darin der Schlüssel zur Aufhebung seines Fluches liegt und er so seine Erinnerung wiedererlangen kann. Seine Macht wächst weiter. Ist es womöglich gerade dieselbe, die von den Drachenunterwäldern eingesetzt wird? Keine Ahnung. Genau, wir hatten hier den Meisterpendel, der Drachobezwinger. Edeldrachenmagier. Sieht irgendwie noch nach einer Magierin aus, keine Ahnung. Echo, Oszillation. Und dann ziehst du eine Karte, okay. Ja, damit kann man seine Pendelzone clearen, falls man mal Monster drin hat. Astrograph, Zauberer als Ultra Rare. Der sieht relativ interessant aus. Und den Schwarzzahn Magier. Diese Karte wird immer als XYZ-Drache behandelt. Okay, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das ist ja alles mehr oder weniger Support für den obersten König Zarg. So, ich lege mal das Zeug hier um. Supers und Ultras. Und machen direkt mit Pack Nummer 2 weiter. Dann haben wir hier den Panelruf. Clifford Kundschafter. Replika-Modus wird gebootet. Fehler beim Ausführen von C. Sophia Zephra Exe. Unbekannter Entwickler, C. Tierra Glyphord.exe zulassen, ja, nein. Autonomie-Modus wird gebootet. Das ist echt ein toller Vanilla-Text, keine Ahnung, was der mir sagen soll. Außer, dass das irgendwie, keine Ahnung, Programme sind. Metallphose Adamante. Ein Metallphose-Monster und ein Monster mit 2500 ATK oder weniger. Weiß nicht, ob die gut ist, keine Ahnung, ich spiele Metallphose nicht so. Ein Doppel-Iris-Magier, der sieht auch interessant aus. Diese Karte wird immer als Pendeldrache behandelt, okay. Und nochmal ein Astrograph-Zauberer. Okay, jetzt haben wir schon den zweiten davon. Dann lege ich mal die Ultras wieder, ich lege mal die hier zusammen. Ich habe keine Ahnung, was gut ist, deswegen weiß ich auch nicht, was ich hier rauslegen kann. Von dem ganzen Zeug. Aber ja. So, was 50 Super Rares und 10 Ultras, das heißt man hat gar nicht so viel Abwechslung. Lektor-Panel, der Drache-Oberherr. Metallphose-Konter. Geisterungeheuer, Zähmerin, Zephra. Zephra-Mplika? Oder Zephra-Mplika? Keine Ahnung. Oder Zephram? Alter, diese Namen, ne? Auf jeden Fall ist das ein komischer Pinguin. Ja, das sieht aus wie ein Pinguin. Wieder ein Schwarzzahn-Magier. Und nochmal ein Doppel-Iris-Magier. Okay, ja, Moment, 10 Ultras sind doch wirklich... Da hast du ja gar keine Abwechslung in dem Set. Du hast immer nur 2 pro Display, pro Booster. Wow. Okay. Ich glaube, wir sehen die Ultras ziemlich häufig. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass man eine Ultra pro Pack hat. Die Panelverschiebung. Göttlicher Zephra-Schlag. Elektropendel, der Drache-Oberherr. Das ist der Harmonisierer-Magier. Ist auch wieder irgendwie weiblich. Sieht zumindest weiblich aus. Und Chronograph-Zauberer. Der sieht auch cool aus. Also die Ultra-Karten sind anscheinend alles Panel-Monster. Alles Panel-Magier. Wie war das im OCG? War Pendulum Evolution ein Deck und irgendwie haben sie es geschafft, ein Set hier rauszumachen. Das ist auch interessant. Ja, Konami, USA und Europa, ja, ziehen halt schön das Geld aus der Tasche. Buntäugige Fusion.
Die Hypno-Schwester. Der Erleuchtungspaladin. Das sieht auch irgendwie cool aus. Weißflügel-Magierin. Jetzt ist eine Magierin. Okay, dann sind die anderen einfach, sehen sie einfach weiblich aus, obwohl es Typen sind. Ich denke, das ist in der asiatischen Kultur nicht ganz so selten. Schwarzzahn-Magier. Ich meine, man merkt ja auch, die ganzen Zodiac-Karten waren ja, glaube ich, gar nicht Secret Rare im OCG. Erst bei uns im TCG haben sie die Seltenheitsstufe hochgepusht. Ich meine, klar, sie wollen Geld verdienen damit, ne? Das ist immer ein Unternehmen, aber trotzdem. Ein Geisterungeheuer, Zähmerin Zephra Wendy. Jetzt ist es ein rosa Delfin. Der Rachenpuls-Magier. Na, schon wieder mal dieser Text. Das ist, dieser Magierjunge hat die Gabe, die natürlichen Energielinien sehen zu können, die überall auf der Erde verlaufen und von seinem Volk als Drachenpuls bezeichnet werden. Aufgrund seiner Begeisterungsfähigkeit und seiner Fertigkeiten gehört er zu den Lieblingsschülern von Drachengrubenmagier, der sein Mentor ist. Wer ist Drachengrubenmagier? Den kenne ich gar nicht. Sterndeutender Magier, Weißflügelmagierin und nochmal Harmonisierermagier. Ich glaube, das ist echt ein Kerl. Und das hier ist eine Sie. Ich habe keine Ahnung, der sieht trotzdem ziemlich weiblich aus, aber der Name ist anscheinend ausschlaggebend, weiß ich auch nicht. Oder sie haben beim Übersetzen Kack gebaut, könnte natürlich auch sein. Wenn nicht das erste Mal. So, nochmal buntäugige Fusion. Drachenpuls Magier. Buntäugiger Pendeldrache. Der lila Toxin Magier. Der sieht auf jeden Fall, das ist für den, wie heißt denn der sterbende Fusionsdrache? Ihr wisst schon, das eine Covermonster aus Invasion Vengeance. Und Harmonisierer Magier. Giftiger Fusionsdrache, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich habe den auch noch nicht gezogen gehabt, deswegen. Leider weiß ich nicht. So. Seltenmetallfrohe Sevismenrüstung, ja, die kennen wir. Jetzt hat sie auch mal ein Holo-Reprint. Ich glaube, die war noch gar nicht in Holo verfügbar. Spiegelt das Drachen. Wandelsternritter Zephraxiton. Das sieht auch irgendwie aus wie ein Digimon. Weißflügelmagierin. Und Zeitpendelgraf. Hey! Wir haben eine Karte gezogen, die kein Pendelmonster ist als Ultra. Okay. Jetzt habe ich den Überblick verloren, ob wir schon 10 verschiedene gezogen haben an Ultras. Ich glaube es nicht. Aber mal gucken, was uns noch so erwartet. Ich glaube, Money-Karten gibt es hier natürlich nicht. Metallfose Orikalk. Clifford Monolith. Zephraxi-Schatz des Yangxing. Der sieht cool aus. Weißflügelmagierin. Und Schwarzzahnmagier. Ja, ja, der Schwarzzahnmagier haben wir, glaube ich, jetzt schon 4. Künstlerkumpel Schäl-Akrobat Clown. Der war als Ultra Rare in. Scheiße, in welchem Set war der drin? War das Raging Tempest? Ne, das war Dolph Deutschmann. Ah, ne, der war in einem Starter-Deck drin, glaube ich. Oder in einem Structure-Deck. Dame Augenmagier. Leitende Ariadne. Lila Toxin-Magier. Und Doppel-Iris-Magier. Okay. Abwechslung ist echt nicht gegeben in diesem Set. Und ja, wahrscheinlich auch keine Money-Karten. Ich denke, die teuerste Karte wird 1 Euro kosten. Irgendwie sowas. Clifford Monolith. Fix-Sternritter Zephra Tuban. Standhafte Verbindung. Chronograph-Zauberer. Und Astrograph-Zauberer. Ja, hier Karten. Legen wir alles auf den Stapel hier. Und dann haben wir jetzt unser 12. Booster-Pack. Mal gucken, was hier drin ist. Dame-Augen-Magier. Fukals-Kanone. Fukal. Keine Ahnung. Ah, ist das eine wunderbare Karte? Moment. Eine mechanisierte Lebensform, die durch die Raumzeit streift. Aber das Merkwürdigste ist, dass ihre Erinnerungen fast völlig verschwunden sind. Woran liegt das? Weigert sie sich? Manni, ich habe keine Ahnung, Mann. Manichiert zu werden? Das ist auch wieder so eine Storykarte. Wenn du nicht weißt, was die Story dahinter ist, dann checkst du den Text nicht. Ist auf jeden Fall interessant. Orakel der Zephra. Sternpendelgraf. Okay, eine weitere Ultra, die keine. Oh, Zeitsternmagier, cool. Gar nicht gewusst, dass hier noch eine XYZ drin ist. Das ist interessant. So, mal gucken, was uns in der anderen Hälfte erwartet.
Machen wir mit Booster Pack 13 weiter. Der Rettungshamster, ich glaub's nicht. Der sieht echt goldig aus, den nehme ich mal zur Seite raus. Abstimmmagier, passend zum Abstimmgummi. Jetzt kannst du beides verwenden. Buntäugiger Meteoreinschlagdrache, der ist im... Scheiße, wie heißt das? In diesem Panel Structure Deck. Immer die Coverkarte vorne gewesen, die lag oben drauf und hatte immer Knickstellen, weil die Scheiße verpackt wurde. Okay, cool, jetzt habe ich die mal mit. Super, lege ich auch mal raus. Einfaches Prinzip, lila Toxinmagier und Schwarzzahnmagier. Den Zeitsternmagier lege ich aber auch mal raus. Den finde ich ganz interessant. So als einzige XYZ bis jetzt. Spiegel des Drachen. Zephraxi, Schatz des Yangtze. Hypnoschwester, Leder, Toxinmagier und Harmonisierermagier. Okay, ich glaube, wir können jetzt schneller durchgehen. Ich glaube, so eine große Abwechslung haben wir nur noch bei den Super Rares. Was irgendwie ziemlich dumm ist. Metallfuß Adamante, Drachengrubenmagier. Ach, da ist der Drachengrubenmagier. Das ist der Lehrer vom Drachenpulsmagier. Dieser begabte Magier kann die in den Drachengruben genannten Tiefen der Erde verborgenen Energien erwecken. Aufgrund seiner stoischen Vorgehensweise hatte nur wenige Freunde, den Wünschen seines Schülers kommt er aber gern und oft nach. Okay. Dann wieder Meisterpanel der Drachobezwinger. Nochmal ein Zeitsternmagier, jetzt haben wir schon zwei, doch nicht mehr so interessant. Und nochmal ein Harmonisierermagier. Okay. Ja, ich denke, bei 10 verschiedenen Ultras und 2 pro Packs hast du echt keine große Abwechslung. Da sind die Super Rare wahrscheinlich teurer als die Ultras. Zephraniu, Geheimnis des Yangtze. Pendelsturm. Buntäugiger Pendeldrache, jetzt haben wir schon 2. Lila Toxinmagier und Schwarzzahnmagier. Ja, der Schwarzzahnmagier, ne? Nachher mal beim Recap gucken, wie viel wir davon haben. So. Pendelruf, Geisterungeheuer Zähmerin Zephravendi, Kunst des Beschwörers, Weißflügelmagierin und Schwarzzahnmagier. Metallfose Crimsonit, sieht aus wie ein Autobot. Fuckhauts Kanone, Verhängnissternmagier, der sieht irgendwie cool aus. Sternpendelgraf. Und Chronograph Zauberer. So, jetzt haben wir, glaube ich, noch 5 Packs, oder? 2, 3, 4, ja, 5 Packs noch. Metallfose Konter. Leitende Ariadne. Verhängnisstern Magier. Harmonisierer Magier. Und Astrokraft Zauberer. So, die habe ich gerade von oben runtergeschoben, deswegen nehme ich einfach wegen der Reihenfolge die hier. Beziehungsweise das Booster Pack. Abstimmmagier. Pendel Wiedergeburt haben wir jetzt auch zum ersten Mal. Seltmetallfose Wismerrüstung. Astrograph Zauberer. Und Sternpendelgraf. Okay. Wir nähern uns dem Ende. Von diesem Pendulum Evolution Display. Mystifizierende Magier steht da gerade oben drauf. Habe ich noch gar nicht gelesen. Clifford Kundschafter. Weisheitsaugenmagier. Zeitdeutender Magier, lila Toxinmagier und Zeitpendelgraf. Ja, wann gibt es das Link-Format? Ich glaube, das Deck kommt 20. Juli raus. Ich glaube, dann gelten die neuen Master Rules. Das heißt, mit abgespeckter Pendelzone. Beziehungsweise Pendelzone eben in der Zauber- und Fallenkartenzone. Erleuchtungspaladin. Mal gucken, welche Decks sich da noch weiter durchschlagen. Ich glaube, es werden immer noch ein paar Dinos rumrennen. True Draco natürlich auch. Pendelwiedergeburt hier. Dame Augen Magier. Chronograph Zauberer. Und Astrograph Zauberer. Ich glaube, Zodiac wird nicht mehr ganz so stark vertreten sein. Bis halt mal eine Zodiac-Link-Karte rauskommt. Ach du heilige Scheiße. Das wäre natürlich der reine Albtraum. Zeitbrechender Magier, den hatten wir auch noch nicht. Weisheitsaugen Magier. Metallfuß Alamant. Weißflügelmagierin. Und Doppel-Iris-Magier. So, jetzt kommen wir zum letzten Booster-Pack. Am besten gerade noch mal einen Zeitstern-Magier, dann habe ich ein Playset von dem. So,
So, Erzunterwäldler Exzentrik, die hatten wir auch noch nicht. Buntäugiger Absolutrache war auch wieder eine Karte, die in dem Structure Deck, in dem Panel Structure Deck drin war. Göttlicher Zephyrschlag. Geil, Zeitschirm Magier, Playset. Und Doppel-Iris Magier. Okay, dann sehen wir uns gleich beim Recap wieder. So, da bin ich wieder mit dem Recap. Fangen wir mal mit den Ultras an. Wir haben hier Zeitpendelgraf zweimal gezogen. Sternpendelgraf haben wir auch zweimal gezogen. Ah, ne, dreimal sogar. Zeitstern Magier haben wir dreimal gezogen. Den Chronograph Zauberer haben wir ganze viermal gezogen. Den Doppel-Iris Magier haben wir auch. Oh ne, sogar fünfmal gezogen. Lidertoxin Magier haben wir sechsmal gezogen. Weißflügel Magierin haben wir auch sechsmal gezogen. Genau. Ich glaube, wir haben nur eine siebenmal. Dann haben wir Harmonisierer Magier. Auch sechsmal. Den Astrograph Zauberer haben wir auch sechsmal. Und dann haben wir Schwarzzahn Magier ganze siebenmal gezogen. Also zwei Playsets und eine zum in die Tonne kloppen. So. Und bei den Super Rares sieht fast so aus, als hätten wir irgendwie alle 50. Ich gehe jetzt mal nur die ja, wichtigsten durch. Den Rettungshamster haben wir einmal. Buntäugige Meteoreinschlagdrache da haben wir einmal, Buntäugige Absolutdrache haben wir einmal. Und dann sind es eigentlich nur Karten, die wir ja nicht so oft gezogen haben. Aber man kann schon sagen, dass es hier irgendwie eine gewisse Häufigkeit gibt. Ich denke, so die Metallphose Orichalk, okay, relativ selten. Wieso haben sie sich da reingeschummelt? Komisch. Und dann fing es irgendwann an, hier hinten so langsam mehr zu werden. Also wir haben ab. Moment. Genau, ab Dharma Augen Magier haben wir die dann dreimal gezogen. Also ein richtiges Playset kriegst du von den Super Rares gar nicht voll. Da wollen sie, dass du am besten direkt zwei Display kaufst, aber ich glaube nicht, dass es sich lohnen würde. Würde ich jetzt hier eine Kaufempfehlung machen, würde ich sagen, nö. Kauft euch die Karten einzeln, wenn ihr mal so ein Magier-Deck spielen wollt. Wobei halt noch die Frage ist, ist es so sinnvoll, ein Magier-Deck zu spielen? Beziehungsweise an sich Panel-Decks, wenn die so mit dem Link ein bisschen eingeschränkt werden. Das müsst ihr eigentlich alle selber entscheiden, deswegen danke ich euch trotzdem fürs Zugucken. Von diesem Pendulum Evolution Display. Komplett leer jetzt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Opening. Bis dahin, ciao.